Hey du, ich will dich nicht stören, aber ich würde dich gerne zu einem Kampf herausfordern. Könntest du dich bitte einmal umdrehen? Du hast ein paar Medaillen gewonnen. Okay, lass uns spielen. Aber ich kann die Zukunft voraussagen. Du wirst verlieren. Ey, dafür, dass du jetzt so einen Schrott erzählt hast, Stefanie, werde ich dir mal zeigen, was für ein Trainer ich bin. Okay, ein einziges Match um vier Preise, dann los. Eigenartige Kraftdeck. Okay, der Name ist ziemlich eigenartig. Aber okay. So, mal gucken, ob ich Basis-Pokémon gezogen habe. Ja, sieht gut aus. Bei Stefanie sieht es auch gut aus. Nebulak. Okay. Gut. Mit Magma oder Glumanda wäre es besser gewesen, weil ich dann im Hintergrund meine Psycho-Pokémon vorbereiten könnte. Aber gut, was soll's. Wir haben jetzt ein Pokémon am Start. Ist halt am Anfang sehr gefährlich, wenn man mit einem Nebulak anfängt und auch nur Nebulak hat. Aber gut, 50 Kraftpunkte. Ich habe eben gerade gedacht, dass Nebulak 30 Kraftpunkte hat. Mew? Boah, wie süß. Das ist das erste Mal, dass ein Trainer Mew einsetzt. Richtig süß. Komm schon, zahl. Die Paralyse ist am Schlüssel. 10 Schadenspunkte. Eieiei. Hyperheiler wäre jetzt ziemlich nice. Oh, Windhauch geht auch klar. Ah, ich habe Hyperheiler tatsächlich. Gleich erstmal heilen. Wobei, das war, glaube ich, nicht so klug. Nee, das war jetzt nicht so klug. Ich habe sowieso keine Psycho-Energie-Karte. Ja, was mache ich jetzt? Windhauch? Hat überhaupt die Stefanie ein anderes Pokémon noch dabei? Sie hat mehrere Pokémon, Traumato, Mew. Ich würde mal glatt sagen, ich gehe rüber zu Traumato, weil Traumato jetzt momentan keine Energiekarten hat, womit es mich, weswegen es mich attackieren kann. Aber das kann in der nächsten Runde wiederum anders aussehen. Okay, die Feuerenergiekarte will ich ehrlich gesagt nicht verschwenden. Warte, bis ich eine Psychoenergiekarte erhalte. Auch wenn ich Nebulak jetzt die Feuerenergiekarte gebe, bringt das nichts. Okay, komm schon, ich brauche unbedingt ein Basis-Pokémon. Gut, Psychoenergiekarte nehme ich auch sehr gerne an. Da ich noch die Trainerkarte Tranky am Start habe, ist das relativ entspannt. Relativ entspannt. Manchmal kommen die Wörter nicht so rüber, wie sie rüberkommen sollten, weil man sie, ja, meistens nicht deutlich ausspricht. Aber okay, Schlecker. Alles klar, ich habe auch eine Attacke am Start, wodurch ich eine Paralyse verursachen kann. Leider geht das jetzt nicht. Schön, 20 Schadenspunkte an Traumato. Okay. Komm schon, zahl, zahl, zahl. Ja. Wir bekommen zwar 10 Schadenspunkte, aber dafür haben wir keine Verwirrung abbekommen, was ziemlich nice ist. Gut, Hyperheiler habe ich auch am Stissel. Sehr, sehr gut. Alpollo habe ich noch nicht. Ich habe immer noch nur Nebulak hier am Start. Und mit Schlecker kann ich jetzt 20 Schadenspunkte bei dem gegnerischen Pokémon anrichten. Da wir jetzt Kopf erhalten haben, gibt es auch eine Paralyse. Sehr schön, sehr, sehr schön. Bekommt Traumato die Trainerkarte Hyperheiler? Nein. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt den ersten Preis erhalten können. Glutexo, okay. Ich habe ja schon mal Glutexo gehabt. Gut. Ja. Dann weiter geht's mit der Attacke Schlecker. Eine andere Option habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist jetzt paralysiert, aber bevor es paralysiert ist, wird es KO'd. Also daher ist die Paralyse jetzt nicht so sehr wichtig, aber okay. So, Leute, der erste Preis und die Feuerenergiekarte. Mew. Kann es sein, dass es ein anderes Mew ist? Ja, krass. Sieht auch anders aus. Es hat schon zwei Psychoenergiekarten. 10 Schadenspunkte. Ah, sehr schön. Die setzen wir gleich ein. So, was mache ich jetzt?
Energieverwandlung. Alles klar. Wäre jetzt im Ablagestapel eine Energiekarte, dann dürfte ich sie anscheinend ziehen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich selbst von mir aus eine Energiekarte abgeben müsste, aber es sieht so aus, als wäre das nicht der Fall. Weil dann wäre das ja einfach nur eine Neutralisation. Angenommen, ich will jetzt meinem Pokémon hier Nebulak eine Psycho-Energiekarte geben, dann würde ich eine Psycho-Energiekarte von mir weggeben, nur meine Psycho-Energiekarte zu halten, und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, dann würde ich mal sagen, wir müssen wieder Schlecker einsetzen. Paralyse wäre ziemlich nice. Ja! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Okay, jetzt können wir wieder Mew angreifen und so wie es aussieht, können wir auch Mew mit Nebulak erledigen. Sehr schön. Glumanda haben wir jetzt am Stessel. Ja, Glumanda bekommt jetzt erstmal eine Feuerenergiekarte. Und in der nächsten Runde gibt es dann die erste Weiterentwicklung in diesem Part. Glumanda können wir jetzt noch nicht zu Glutex so weiterentwickeln, da es jetzt gerade frisch auf die Bank gesetzt wurde. Aber wir können ganz auf entspannt weiterhin mit der Schlecker-Attacke weitermachen. Typisch Kanscha. Mitten in der Nacht, die meisten sind am Schlafen und ich bin hier am LPen. Und die Versprecher sind dennoch vorhanden. Teil des Programms. Aber gut. Nice! Das ist so cool, 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 cool. Das ist so cool, cool, cool. Nebulak bekommt erstmal die Trainerkarte. Bank. Glutexo auf jeden Fall. Die Feuerenergiekarte bekommt jetzt Glutexo. Und Mew wird jetzt KO'd. Nebulak, du machst einen tollen Job. Einen wunderbaren Job. Sehr, sehr schön. Oh, eine weitere Psycho-Energiekarte. Sehr gut, wenn wir es tatsächlich schaffen, dieses Nebulak zu Gengar weiterzuentwickeln, dann sind wir auf jeden Fall schon mal vorbereitet, weil Gengar braucht ja für die Attacke Finsteres Gemüt 3 Psycho-Energiekarten. Ah, okay, keine Paralyse. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Magma. Ja, wunderbar. Ab auf die Bank mit dir. Ich weiß nicht, ob ich die Psycho-Energiekarte doch schon diesem Nebulak geben sollte. Oder eventuell Glutexo, damit ich Flammenwurf einmal einsetzen kann. Gut, ich würde mal sagen, ich mache erstmal weiter mit Schlecker und vielleicht gibt es eine Paralyse. Das wäre richtig geil. Ja, nice. Besser kann es gar nicht sein im Moment. Solange wir jetzt keine Paralyse abbekommen, können wir Mew in der nächsten Runde erledigen. Aber da Mew sowieso paralysiert ist, kann es nicht angreifen, es sei denn, es bekommt die Trainerkarte Hyperheiler. Krass, Lamus hat irgendwas jetzt gemacht. Lamus Power stand da, weswegen Mew die Schadenspunkte verloren hat. Okay, bekommen wir jetzt die Trainerkarte Plus Power. Nein, dafür Supertrank. Okay, das ist schön. Okay, wieder Schlecker einsetzen. Mal gucken, ob wir wieder die Paralyse bekommen. Beziehungsweise hinbekommen bei dem gegnerischen Pokémon. Aber schaut nicht so aus. Wenn Lamus jetzt das von eben die ganze Zeit machen kann, dann ist das brutal. Traumato, okay. Oh, keine Paralyse. Ach, schade. Aber warte mal, habe ich nicht die Trainerkarte Hyperheiler am Start? Das wäre ziemlich genial. Oh, wieder Nebulak gezogen. Okay. Ja, doch, da, Hyperheiler. Super. Drei verwenden. Supertrank vielleicht später. Aber erstmal attackieren und Mew besiegen.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Der vorletzte Preis, den haben wir jetzt gerade erhalten. Okay, Front gegen Nebulak. 10 Schadenspunkte. Alpollo! Nein, eine Feuerenergiekarte. Das Ding ist, ich gebe diese... ich weiß nicht. Okay, ich würde mal sagen, auf eine Psychoenergiekarte kann ich verzichten. Weil ich will jetzt sehr gerne in der nächsten Runde... oder ich setze jetzt schon Supertrank ein. Nicht, dass Stefanie auf einmal die Plus-Power-Karte erhält. Und mit Traumato halt die Fund-Attacke einsetzt. Und anstatt, dass es dann bei mir mit der Attacke 10 Schadenspunkte verursacht, 20 Schadenspunkte verursacht, weswegen oder wodurch dann Nebulak erholt werden kann, da es ja schon 30 Schadenspunkte bis eben hatte. Aber durch die Trainerkarte Supertrank können bis zu 40 Schadenspunkte von dem Pokémon, auf welches die Schadenspunkte auch sind, entfernt werden. Daher war das eigentlich gerade gut, dass ich das gemacht habe. Und eine Psychoenergiekarte habe ich ja auch, falls ich tatsächlich Gengar erhalten sollte. Gut, Schlecker ist auf jeden Fall drin wieder. Okay, schön, paralysiert. Sehr, sehr schön. Das sieht ziemlich nett aus gerade. Oh, Lamus setzt Pokémon Power. Seltsames Verhalten ein. Seltsames Verhalten. Kampfunfähig machst. Diese Fähigkeit kann nicht eingesetzt werden, falls Lamus schläft, verwirrt oder gelähmt ist. Ach, Lamus nimmt die Schadenspunkte auf sich auf, aber nicht, dass es gleich K.O. wird. Nicht, dass ich jetzt damit ein Problem habe, aber dennoch. Ganz ehrlich, eine Sache will ich hier ausprobieren. Oh, Will, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Lavados und eine weitere Feuerenergiekarte. Okay, Lavados, ab auf die Bank mit dir. Wie viele Feuerenergiekarten haben wir? 2. Wem soll ich die Feuerenergiekarte geben? Ah, lieber Magma. Lavados jetzt vorzubereiten lohnt sich nicht. Genau, diese Attacke will ich einmal einsetzen. Geil, ich kann 2 Energiekarten dann einfach mal so aus dem Ablagestapel nehmen. Aber dafür verpasse ich mir selbst 10 Schadenspunkte. Das ist ja brutal. Das ist wirklich brutal. Boah. Okay, ich hab's riskiert. Ich hab's riskiert. Ich wollte es unbedingt wissen. Jetzt weiß ich's und jetzt denke ich mir, nein. Was soll's. Nebula hat dennoch einen tollen Job gemacht. So, jetzt darf ich mich selbst nicht treffen. Kopf. Ja. Sehr gut. Nein. Aber was soll's. Eine Attacke werden wir locker aushalten. 20 Schadenspunkte. So, Lamus darf das jetzt nicht nochmal machen. Aber es tut es wirklich. Jetzt bekommt es doch die Schadenspunkte. Ah, die 10 Schadenspunkte hat es diesmal aufgenommen. Ah, schön. Keine Verwirrung. Also einen Angriff können wir noch hinkriegen. Plus Power wäre jetzt genial. Doppelte farblose Energiekarte. Ich gebe die mal Glutexo. Wegen der Schlitzerattacke. Ja, vielleicht muss ich Flammenwurf nicht einsetzen. Es reicht dann einmal Schlitzer einzusetzen. Und jedes Mal, wenn man Flammenwurf einsetzt, muss man dann eine Feuerenergiekarte abgeben. Aber dafür muss man halt, um diese Attacke einsetzen zu können, ich kann das mal überprüfen. 2 Feuerenergiekarten haben, damit man die Attacke einsetzen kann. So, ich bin jetzt verwirrt. Das ist nicht so schön. Energiesuche. Ja, kann ich mal machen. Eine Feuerenergiekarte rausnehmen.
So. Dann würde ich mal tatsächlich sagen, wir setzen nochmal Schlecke ein. Ja, sehr gut. Nein, wieder dasselbe von eben. Okay. Komm schon, zahl, zahl, zahl. Ah, Kopf. Ah, schade, schade, Nebulak. Ja, mal schauen, vielleicht kriegst du es ja tatsächlich hin, Raumato nochmal zu treffen. So, diese Feuerenergiekarte gebe ich auch nochmal Magma. Lutexo und Magma sind bestens vorbereitet. So, kriegst du das hin, Nebulak? Ja! Sehr schön. Ja, die Paralyse ist egal, aber die ist dann noch drin. Nice! Sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Hat gut hingehauen. So, der letzte Preis, den haben wir jetzt erhalten, die Psycho-Energiekarte. Und die Entscheidung steht fest. Nice, Leute, wir haben gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass meine Weissagung falsch war. Ja, du bist doch nur ein Mensch. Du weißt doch selber nicht mal, was morgen mit dir geschehen wird. Woher willst du denn wissen, was mit mir passieren wird? Magneton, Nebulak, Lamos, Knogger, Enton, Wiederverwertung, Rettan, Phlegmon, Dodu, Zubat, Gail, Magneton. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Magneton erhalten habe. Ulnona, Arbok, Lamos, Nebulak, Onyx, Dodu, Magnetilo, Spieler, Wiederverwertung und Quapsel. Ich habe eine Vision, du wirst wieder gegen mich antreten. Weißt du was, Stefanie? Das war das letzte Mal, dass wir in diesem Let's Play gegeneinander gekämpft haben. Naja, es kann ja tatsächlich sein, dass ich dich irgendwann herausfordern werde, weil ich auf einmal Schwierigkeiten in den Kämpfen gegen die Großmeister habe. Kann ja passieren. Und ich dann der Meinung bin, ich brauche neue oder weitere Pokémon-Karten. Dann wäre es nicht verkehrt, wenn ich halt die Trainer hier herausfordere. So, bevor wir den Clubmeister hier herausfordern, kümmern wir uns um diesen Kollegen hier. Ich würde mal sagen, Leute, hier speichern wir ab. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal in das Tagebuch reinschreiben. Und tatsächlich, ich glaube, am Ende des letzten LPs hatten wir 183 Karten von den 226 Pokémon-Karten, die halt hier in diesem Spiel erhältlich sind. Und jetzt haben wir 184. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass Magneton die neue Karte ist, die wir hier halt erhalten haben. So, ich habe doch jetzt gespeichert, oder? Egal, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht es gut und ciao, Leute.